Auf den ersten Blick sieht Tiffany aus wie eine ganz normale, hübsche junge Dame. Allerdings hat sie etwas, das nicht jeder hat. Tiffany leidet unter der seltenen Krankheit Vitiligo. Warum sie ihre Haut bis vor kurzem noch versteckte und mit welcher Aktion sie jetzt die ganze Welt berührt und überrascht, wir haben sie getroffen. Das ist Tiffany aus New York. Ihr Körper ist übersät mit weißen Flecken. Sie sind an ihren Füßen, den Unterschenkeln, ihrer Hüfte, den Ellbogen, den Armen und sogar in ihrem Gesicht. Früher hat man mich als Kuh, Dalmatiner oder Geistgesicht beschimpft. Zum ersten Mal entdeckte sie die hellen Stellen auf ihren Knien, als sie 7 Jahre alt war. Worüber sie sich als Kind noch kaum Gedanken machte, wurde als Teenager die Hölle für sie. Im Social Media wurde sie gemobbt. Man schrieb mir, ich und meine weißen Flecken seien hässlich und dass ich anders sei. Das hat mir sehr weh getan und es nagte extrem an meinem Selbstbewusstsein. Ich habe viel geweint und wünschte mir, ich könnte jemand anders sein. Die 24-Jährige leidet an einer seltenen Pigmentstörung namens Vitiligo, die nur etwa 1% der Menschen weltweit betrifft. Die Ursachen für die unheilbare Krankheit sind bislang noch nicht bekannt. Es breitet sich aus und du kriegst es nicht mal mit. Ich wache auf und plötzlich ist ein neuer Fleck da. Und ich denke mir, huch, wo kommt denn der jetzt her? Es kommt nach und nach. Als es das erste Mal in meinem Gesicht auftauchte, bekam ich wirklich Angst. Das ist das Erste, was andere Leute an dir sehen. Ihre gesamte Teenagerzeit schämt sich Tiffany für ihr Hautbild. Sie lernt, die Flecken mit Make-up zu überschminken. Der Leidensdruck ist so groß, dass sie ihren Körper sogar an heißen Tagen unter Kleidung versteckt. Ich bin in Florida aufgewachsen und da wurde ich natürlich immer zu vielen Pool- oder Strandpartys eingeladen. Ich bin da aber nie in Badekleidung aufgetaucht oder aber gar nicht erst hingegangen. Ich hätte mich niemals vor irgendwem im Bikini gezeigt. Mit niemandem möchte Tiffany über die Krankheit sprechen. Erst 2014 ändert sich etwas. Die Kandidatin von America's Next Topmodel, Winnie Harlow, wird zum Phänomen. Sie hat ebenfalls Vitiligo und zeigt ihre weißen Hautstellen ohne Scheu vor der Kamera. Das macht Tiffany Mut. Es bedeutete mir wahnsinnig viel, dass Winnie Harlow Vitiligo hat und damit als Model berühmt wurde und die Menschen ihre Haut schön finden. Das hat mein Leben verändert. Tiffany hat plötzlich das Bedürfnis, sich nicht länger zu verstecken. Sie beschließt, mit ihrer Krankheit offen umzugehen und ihre Flecken zu zeigen. Sie möchte sich nicht mehr schämen und ist jetzt sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hat sich ein Tattoo mit dem Schriftzug "Es heißt Vitiligo" stechen lassen, mit dem sie weltweit Aufmerksamkeit erregt. Ich dachte, das Tattoo ist eine Art Einladung für andere, danach zu fragen, was das für eine Krankheit ist. Jetzt können sie sich die weißen Flecken ansehen und gezielt zu Vitiligo Fragen stellen. Oder sie haben dadurch einfach einen Namen zu der Krankheit und können sich später selbst darüber informieren. Ich fand das cool, denn ich kenne jemanden, der das auch hat. Bislang wusste ich gar nicht, wie die Krankheit heißt. Also habe ich durch sie was gelernt, denn ehrlich gesagt, vorher hatte ich keine Ahnung, was das ist. Jetzt schon. Doch da ist noch ein anderes Ereignis, das Tiffany Selbstvertrauen gab. Vor 2 Jahren lernt sie über eine Online-Plattform ihren Freund Jonathan kennen. Anfangs hatte sie aber große Angst, von ihrer Krankheit zu erzählen. Sie sagte nur, sie möchte mir was zeigen und wirkte extrem nervös. Das war unser 3. Date. Wir kannten uns noch nicht so gut. Sie zeigte mir die Flecken an ihren Händen und Unterarmen. Aber ich war so angetan von ihr. Es hat beim ersten Moment schon gefunkt. Deswegen hat das für mich überhaupt keinen Unterschied gemacht. Tolle Einstellung. Jonathan liebt Tiffany, wie sie ist. Und nach Jahren des Leidens prallen schräge Blicke oder Kommentare heute an ihr ab. Ich denke, Vitiligo hat einen besseren Menschen aus mir gemacht. Was andere als Fehler sehen, ist für mich schön. Die Krankheit hat mir gezeigt, die wahre Schönheit in Menschen zu sehen. Really see the beauty in people.
Dem kann ihr zukünftiger Ehemann nur zustimmen. Ja, in wenigen Tagen werden für die beiden die Hochzeitsglocken läuten. Tiffany kann wirklich stolz auf sich sein. Auch wenn sie weiß, dass sich die Krankheit immer weiter an ihrem Körper ausbreiten wird, will sie zeigen, dass man ein glückliches Leben führen kann und hofft, dass sie anderen Betroffenen damit Mut macht.